Ah, wir sind wieder hier oben. Ach, Gott sei Dank. So, ich rufe mal das Pferd. Pferd. Da. Versuchen wir uns für dieser, wo wir eigentlich hingehen sollen, zur Insel, irgendwie hinzukommen. So, ich glaube, das sieht doch nach einem Weg hier aus. Warum gewittert es eigentlich schon wieder? Auf zu gewittern. Ich hab doch nichts Böses gemacht. Ich will nur dieses Langschwert haben. Auch wenn es verflucht ist. So. Da müssen wir wahrscheinlich rüber schwimmen. Nicht, dass das Pferd darüber will, oder? Ist das nicht so. Naja. Es ist doch ein bisschen tiefer. Während es donnert, erstmal eine Runde schwimmen. Das ist bestimmt die beste Idee, die wir jemals hatten. Und hier sind schon wieder irgendwelche Gräber. Oh. Ein Berg, umgeben von blauen Blumen. Uchizunes Bogen könnte dort sein. Yay, noch ein Gemälde. Ein Berg mit blauen Blumen. Mann! Setzt eure Suche fort und Tsushima wird fallen. Genug. Sprecht offen. Das ist eure letzte Chance. Lasst den Bogen in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, Alter. Ich krieg einen Herzinfarkt, Mann. Alter. Junge, hey. Meine Güte. Ich muss erstmal da oben hochkommen irgendwie. Wenn ich irgendwie sterbe, dann daran, ey. So. Kommen wir hier irgendwie nach oben? Vielleicht? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch eher. Warte, gucken wir erstmal das Bild an, vielleicht. Ja, es ist ein Berg mit blauen Blumen. Könnte da sein. Könnte auch hier vielleicht irgendwo sein. Hm. Kann es sein, vielleicht, dass es doch nicht auf diesem Berg hier ist? Wir müssen nämlich irgendwie um die 500 Meter zurücklegen, deswegen bewegen wir uns wieder auf den Berg da oben. Dann mache ich das Spiel aus. Ich habe keinen wirklichen Plan. Ich laufe einfach mal da lang, wo sich die Zahl verkleinert. Was ist denn da hinten los? Oh nee, lasst mich in Ruhe. Ich suche Blumen. Lasst mich. Nicht so ab, Alter. Pferd, spring nicht von der Klippe, bitte. Danke. 200 Meter noch. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück weiter nach oben. So, 100 Meter noch. Müsste irgendwo da oben drauf sein. Ach komm, lass mich. Oh, hier ist eine heiße Quelle, glaube ich. Waren wir hier schon mal? Doch, glaube ja. Ruhe mich trotzdem aus. Wo ist denn dieser blöde Berg? Hallo? Habt ihr einen Berg gesehen mit blauen Blumen? Kann ich mal von oben gucken. Vielleicht hätte ich von hier einen besseren Überblick. Wo hier blaue Blumen sind, sind da vorne. Da so ein bisschen. Ansonsten. Hintergrund auf jeden Fall den Turm da hinten so ein bisschen.
fast, dass wir da hinten irgendwie hin müssen. Ist das nicht die Hütte von dem Alten? Interessant. So, ich habe jetzt mal online nachgesehen, weil ich jetzt eine halbe Stunde hier lang geritten bin und immer noch keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Und anscheinend, also ich war schon mal fast richtig zwischendurch, sind wir hier bei Fürst Ishikawa. Und ihr seht es da hinten schon, da ist der Berg mit den blauen Blumen. Blaue ich hätte einfach, hier genau. Bin ich richtig. Dankeschön, danke, dass du es jetzt auch endlich mal sagst. Ich hätte einfach mal so 2 Meter weiter reiten sollen. Da nehme ich deinen Bambus mit, ey. Oh Mann. Ach, warum musst du denn auch 50 Kilometer weiter weg sein? Naja. Auf jeden Fall. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Und ich bereite mich schon seelisch darauf vor, dass ich gleich vielleicht wieder angegriffen werde. In diesem einem komischen Dude, der uns irgendwie immer voraus ist. Ich bin jetzt auch gefühlt eine halbe Stunde hier lang geritten, also. Das scheint es wahrscheinlich zu sein. Ich werde sofort von gleich angekommen. Du musst dort sein. Ja. Uchizunes Langbogen. Bin ich. Der Bogen ist verflucht. Ihr werdet bis ans Ende eurer Tage nur tot sehen. Das ist ja jetzt nicht so geil. Duell der Dämonen. Um Gottes Willen. Wer ist er denn? Keine Maske. Oh Gott. Das sieht schon irgendwie geil aus. Ja, da müssen wir wohl erstmal wieder kämpfen. Dass wir das Ding bekommen. Denken Sie denn mal an den? Diese Vögel sind ein bisschen irritierend. Verdammt, ist gleich weg. Fürchtet ihr den Fluch des Dämons? Erst vertreibe ich die Mongolen. Ah, naja. Ich mich um Flüche sorgen. Ja, genau. Wichtige Einstellung. Oh, aufpassen. Sehr guter Schlag. Ihr werdet schon sehen. Ja. Lass mich mal verflucht sein. Lass mich doch einfach verflucht sein, alter Mann. Oder Tengu-Dämon. Was geht dich das an? So. Ich mag es sehr verflucht zu sein. Das ging relativ einfach. Können wir jetzt seinen Bogen? Ja, ich glaube, den haben wir jetzt. Haben wir den schon ausgerüstet? Ich glaube, ja. Langbogen. Hoher Schaden und Fokus, aber langsames Ziehtempo. Ducken ist beim Zielen nicht möglich. Okay. Und Sprengfall für den Langbogen. Explodiert kurz nach dem Aufprall, setzt umstehend in Brand. Das ist ja cool. Und wir haben direkt schon wieder Verbesserung.
Und so 5000 Vorräte. Gut, das Pferd werde ich jetzt nicht abschießen. Schwere Pfeile können Helme durchdringen und gepanzerte Dinge wahrscheinlich auch durchdringen. Sehr nice. Aber wir haben nicht so viele Pfeile davon. Wie kann ich denn... Ah, okay, hier kann ich die wechseln. Ich bleib erstmal auf meinem Normalbogen noch. Und fährt den dann, den langen Bogen, hoffentlich werde ich mich erinnern. Und den dann einsetzen, wenn wir gepanzerte Leute haben. Meine Güte, ey. 5000 Jahre gesucht, endlich gefunden. Bist ein braver Junge. So. Was steht denn noch aus? Die Mission haben wir jetzt. Ah, stimmt, wir können ein paar Verbesserungen auf jeden Fall machen. Für den Bogen. Dann haben wir hier unten... Ach ja, stimmt, der gebrochene Schmied hatten wir ja noch. Das wollten wir als nächstes machen. Und hier haben wir auch noch zwei kleinere Nebenmissionen. Aber ich gehe erstmal in den Tempel. Oder... Nicht schon wieder Bambusstamm. Das war schon wieder irritiert. Ich will keinen Bambusstamm gerade machen. Zu Bogen machen. Soll ich euren Bogen verbessern, Herr? Alles, was euer Bogen braucht. Ein unvergleichlicher Bogen. Und er freut sich auch. Spiel. Pack da mal nicht so rum. Euch fehlen die benötigten Materialien. Ja. Tut mir leid. Oh, da kann man aber auch ganz schön wieder verbessern. Naja. Wir sehen uns wieder. Sicherlich. Dann werde ich mal eine Schnellreise machen. Ich glaube mal hier hin, dann können wir die zwei kleinen Missionen mal machen und dann die große. Verloren auf See. Oh, vielleicht können wir da wieder auf dem Boot Dinge machen. Wir müssen da lang. Los jetzt, Zora! Aui. Okay, wieder ein kleines Dorf entdeckt. Und wieder ein Legendenerzähler. Von endlosem Krieg gefolgt. Es wird erzählt, Oni belagerten diese Felder und brannten die Häuser. Doch zum Glück erhoben sich vier mächtige Krieger und stellten sich gegen den Feind. Okay. Kommt man eigentlich zu dieser Insel da drüben? Kommt man da hingeschwommen? Weil da dieser Dunst ist. Ich frag mich, wieso? Oder ich weiß nicht, ob wir da was irgendwas spannendes finden. Mal gucken, ob ich schwimmen kann. Oder ob ich vielleicht von einem Hai gefressen werde unterwegs. Aber ich glaube, ich komme hin. Hey, goldener Vogel! Suche auf einer Insel von Zuzun nach dem Mann. Mit... Ich glaube, es ist irgendeine Mission, die... Ist das die Nebenmission? Ja, tatsächlich. Hallo, Mann. Na los, Otosuke! Hört lieber auf, bevor ihr euch verletzt. Verzeiht, wenn euch mein mangelndes Geschick beleidigt, mein Herr. Aber ich muss etwas unternehmen. Die Mongolen haben meine Tochter entführt. Wo haben die Hunde sie hingebracht? Zu ihren Schiffen. Die mit den eingeholten Segeln. Aha. Zwei Schiffe. Wer weiß, wie viele Mongolen. Dagegen kommt ihr nicht an. Ich habe ein Boot und ein Schwert. Vielleicht kann ein freundlicher Samurai helfen? Steigt ins Boot und schnappt euch ein Ruder. Ihr seid zu gütig, mein Herr. Überlasst das Kämpfen mir. Irgendwie wusste ich, dass es irgendwie eine Bootmission sein wird. Verloren auf See. Ih, was ist denn da rechts gewesen? War das ein Fisch? Hat das so ein Noppen oder so wie so ein Oktopus? Bringt Marquis sicher zurück. Wartet hier. Wir sind bald zurück. Oh, ich gebe mir Mühe. Okay, da hinten ist jemand. Oh, da drinnen könnten natürlich auch noch Leute sein, beziehungsweise da oben. Ich gehe erstmal rein.
klaue erstmal Zeug. Vorräte, nochmal Vorräte. Ah, dich habe ich doch eben gehört. Da guckst du, wa? Aua. Warte. Warte. Ach, ich muss ja. Wenn man mal so irritiert, ich will mal das Steuerkreuz für sowas drücken. Aber da muss man ja die anderen Dinger. Die ganz normalen Tasten einfach nur drücken. Es musste sein. Es musste sein. Ja, gegen deinen Ehrenkodex. Erstmal Leute wegschnetzeln von hinten. Bestimmt negatives Karma. Ah, naja, was willst du machen? Ich rette auch irgendeine Person. Oder drüben sind ein paar Leute. Da könnt ihr vielleicht was zwischenwerfen. Den hier. Sprengfalle löst eine starke Explosion aus, wenn sie ihr Ziel treffen. Okay, ich versuche mal zu treffen. Ja, gut. Als ob die jetzt nicht verbrennen. War aber trotzdem lustig mit anzusehen. Ich warte mal, bis die hochkommen, wa? Ah, da sei er schon. Okay, diese verschiedenen Kampfhaltungen machen schon einen Unterschied. Warte mal, Speer. Müsste das hier sein. Muss ich gar schon wieder wechseln? Aber es geht. Gott sei Dank ist da so ein kleiner, so eine Zeitlupe eingebaut. Komm schon. Da, Digga. Ist auch weg. Die rufen wahrscheinlich Verstärkung dahin. Du hast die Tochter nicht beschützt. Was? Ach komm schon. Natürlich habe ich das. Guck mal, wie viele Leute da rumliegen. Ach Mann, Spiel. Bitte. Sicher okay. Wartet hier. Wir sind bald zurück. Okay, hier drüben scheint jetzt gerade keiner zu sein. Kann ich hier was mitnehmen? Ja. Okay, wir sollten das vielleicht dann doch eher attentatmäßig machen. Aber trotzdem interessant zu sehen, dass das geht. Mit den Sprengpfeilen. Okay, ich glaube, hier sind die Leute schon weg. Immerhin etwas. Okay. Gehe ich mal nach oben. Ist halt trotzdem blöd, weil die da alle zu dritt stehen. Also, ich weiß halt nicht, die Tochter wird wahrscheinlich irgendwo da links sein. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Todessymbol. Ja, ich habe die Tochter, glaube ich, schon wieder vergessen. Ich hab halt keine andere Wahl, die werden mich sehen. Lass die Tochter in Ruhe, Mann. Warte, ich muss mal zu der Tochter hin. Die pulsiert da hinten. Warte mal kurz. Lass die in Ruhe. Ja, gib mir Mühe. Los, Digga, weg mit dir. Hier sind viel zu viele. Mal aus dem Weg, Olle. Ich muss hier ein bisschen rumschnitzeln. Warte kurz. Speer. Speer, mein Dick. Das Ding. Ich muss ihn mal in Ruhe hier. Meine Güte. Okay, noch ein Pfeilfuzzi. Hast du?
Ja, ich kämpfe noch. Siehst du das nicht? Mann, Oma. Stimmt. So. Marky? Ja. Euer Vater wartet in seinem Boot. Kommt mit. Ich folge euch, mein Herr. Danke. Ihr habt sie getötet. Sie hatten es verdient. Ich weiß. Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Hier bin ich! Wo ist noch einer? Hier draußen vielleicht? Ach, da kommt er ja schon. Tachchen, hier. Ey. So aber nicht, mein Freund. So aber nicht. So. Oh. Das kann ich auch. Bäm. Hier ist noch einer. So, Oma, komm mal mit. Obwohl, du bist noch gar keine Oma, aber ist egal. So. Maki! Ich bin hier, Vater. Den Göttern sei Dank. Bringt uns ans Ufer. Sofort, mein Herr. Du bist in Sicherheit. Ich war tagelang bei Ihnen, Vater. Tagelang. Ich hätte früher kommen sollen. Ruht euch aus. Bringt euch in Sicherheit, wenn ihr wieder bei Kräften seid. Jawohl, mein Herr. Danke. Talisman der Resistenz 1. Ich glaube, das haben wir schon. Ja. Haben wir schon.